Hallo meine Lieben, heute mache ich zum Mittagessen Hähnchen mit Kartoffeln, mit Gemüse im Bratschlauch. Und das kommt alles in den Backofen. Ich habe hier schon 6 Kartoffeln geschält. Das Hähnchen habe ich schon gewascht und auf solche Stücke verteilt, geschnitten. Eine Zucchini nehme ich, eine Paprika, 2 große, so kleine Zwiebeln, 2 Möhren, Mayonnaise 2 Esslöffel, ein bisschen Salz brauche ich noch. Ich habe hier Hühnchensalz, Knoblauch, trockener Knoblauch, schwarze Pfeffer und rote Paprika. Zuerst mal mariniere ich das Fleisch ein bisschen ein. Diese alle Kräuter, oder wie sagt man jetzt? Das nehme ich hier rein und die Mayonnaise. Und das vermische ich alles jetzt und lasse ich das Fleisch ein bisschen stehen. Bis schneide ich die Gemüse alle. Das mache ich mit der Hand. Einfach so. Kann man auch Handschuhe anziehen, aber ich mache das einfach so. So, das Fleisch lasse ich so stehen. Jetzt bis schneide ich die Gemüse alle. Sollst du das Fleisch ein bisschen marinieren. So, zuerst mal schneide ich die Kartoffel. Ich schneide sie so einmal durch. Und auf solche Stücke. Dann sind die so dicke Kartoffeln, dann schneide ich sie 3-4 Mal durch. Dann sind sie nicht so groß, dann mache ich schon. So. Die Kartoffeln habe ich geschnitten. Jetzt schneide ich die andere Gemüse. Die Möhre schneide ich so groß. Einmal hier durch. Aha, will nicht. Auf solche Stücke schneide ich. Nicht so fein. Dicke Möhre. Heute. So. So, die Möhre habe ich auch geschnitten. Jetzt schneide ich die Zucchini. Auch auf solche Stücke schneide ich. Und noch einmal durch. So. Das kommt jetzt in eine Schüssel rein. Dann salze ich das alles ein bisschen. Pfeffer. So. Zucchini habe ich auch geschnitten. Jetzt schneide ich die Zwiebel. Ich schneide alles grob, nicht fein. Einmal so durch und einmal so durch. Das reicht. So. Immer was. Und Paprika. Паприка einmal so durch auch. Я schneide ein bisschen raus. Einmal so durch. In den Backofen. Das wird alles fertig. Dann ist das nicht so auseinander gekocht.
So, ich habe alles geschnitten, jetzt salze ich so nach Geschmack. So, nicht ganz volle Teelöffel Salz, schwarzer Pfeffer nehme ich, ein bisschen und Knoblauch. Und ich nehme noch rote Paprika, Teelöffel so. Und vermische das alles auch ein bisschen so. Und jetzt das kommt alles in den Bratschlauch. Mit dem Fleisch. So, jetzt nehme ich den Bratschlauch. Ich nehme das alles, das ist zu viel ein bisschen, aber dann habe ich auch mehr Platz. Und ich habe solche. Jetzt mache ich eine Ende zu, so jetzt mal. Das sind solche Klammer in der Packung. Jetzt kommt hier rein unser Fleisch und die Nüsse. Ich nehme das alles mit der Hand. So, ein bisschen Gemüse, dann Fleisch, das kommt alles so durcheinander doch. Und dann das Fleisch hier rein, wie sieht das? So. Jetzt packe ich das alles ein. So, das habe ich alles eingepackt. Jetzt mache ich auch diese Ende zu. Platz ist viel drin. Das ist gut. Wenn es der Beutel zu klein, dann das kann platzen und das geht kaputt. Ups. So. Mache ich ein paar Löcher mit Zahnstöcher. Nicht viel. So. Drei. Und das lege ich jetzt auf ein Backblech. Und stelle ich in den Backofen auf 190, so ungefähr 100, 200 Grad auf 1,5 Stunden. Das muss ganz gar werden alles. Die Kartoffel, das Fleisch, die Gemüse. So, jetzt stelle ich das in den Backofen. So, mein Essen ist schon fertig. Das ist noch heiß. Ich habe gerade das alles rausgeholt. Sehen Sie, das dampft noch alles. Ich habe das auch von dem Blech schon raus. Kartoffeln sind gar, das Fleisch ist auch gar. So, jetzt mache ich noch. So, saftig alles geworden. Jetzt nehme ich mal das raus. Angebraten. Jetzt Kartoschka. Kartoffel ist fertig, die Möhren sind auch fertig, die Gemüse sind fertig. So. 1,5 Stunden habe ich drin gehabt im Backofen. Alles fertig, ganz alles weich, das Fleisch ist auch weich. Stellen wir das ein bisschen zur Seite. Sehen Sie,
vielleicht ist weich und saftig, nicht trocken. So, ein Mittagessen habe ich heute gemacht. So ein leckeres Mittagessen habe ich heute gemacht. Wenn das, hat das Ihnen gefallen, probieren Sie aus. Das schmeckt lecker. Vom Mittagessen oder Abendessen. Das ist ganz, ganz gut. Und ich wünsche Ihnen guten Appetit, alles Gute. Bis nächstes Mal auf meinem Kanal. Bleiben Sie mit mir. Auf Wiedersehen. Tschüss.